Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 2, die Universitäts-Edition, vorübergehend. Ja, wir sind weiterhin, nehmen wir ein bisschen an Uni-Leben teil. Und wir sind kurz vor unserer Abschlussprüfung, sehe ich gerade. Ja. Und Lukas schläft? Nee, Luca. Ja, bereiten Sie dann schon mal vor, wenn Sie die Abschlussprüfung haben. 10 bis 12, was macht die? 17 bis 19 und er hat es immer noch nicht so drauf. Weil er nicht kochen kann. Aber bei ihm können, bei ihm, sie braucht man nicht. Ihm braucht man auch nicht. Aber ihm müssen wir dann noch ein bisschen was beibringen. Na ja, gut. Das kriegen wir ja noch hin. Wir wollen ja mal ein bisschen. Ihr wisst schon, ne? Dass sie auch ihre Uni schaffen, ne? Oh, ich sehe gerade, Sauberkeit hat er nicht richtig. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen lernen. Alter. Hier läuft überall Musik. Du, Luca. Nein, ihr wird jetzt nicht dort gespielt. Du lernst jetzt erstmal. Nämlich kochen. In 5 Stunden. Okay. Und Sauberkeit. Bitte einmal. So, kannst du ein bisschen. Gut. Und jetzt bereitest du dich ein bisschen vor. Ja, einmal duschen. So, einmal duschen. Warum liegen hier eigentlich die ganzen Bücher rum? Egal. So, Luca, du stehst bitte auch jetzt mal auf. Du gehst auch mal duschen. Sie sieht einigermaßen gut aus. Wir können mal trotzdem schon mal baden. Schon mal aufs Klo. Wir müssen ja top vorbereitet sein, wenn die Abschlussprüfung ansteht. So. Einmal duschen noch. Ja. Kunst und Hunter. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Okay. Warum liegen hier überall die Bücher rum? Das ist ja schlimm. Oh, Luca hat ja auch schon ein bisschen vorgelegt. Akademischen Leistung. Nee, Luca ist nicht gerade gut in der akademischen Leistung. Lukas geht. Und sie geht natürlich super, ne? Ah, okay, spuren wir jetzt mal vor, ja? Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung vom Unileben. Ich habe nie studiert. Ach, nee. Ich weiß nur, dass Studenten arme Schlucker sind. Luca, hör auf zu malen. Los. Bin ich mal gespannt. Dings ist schon da. Er geht jetzt auch schon hin. Und. Ach, da kommt er. Wie schon gesagt, ihr könnt mich gerne aufklären. Ich weiß von nichts. Oh. Ich komme hier nicht ins Lesen. Luca, hat diese.
Mit 1,0, okay. Wow, Lukas war eine Sache gut. Naja, das Ziel 1,0 ist. Okay. Naja, haben wir jetzt ein bisschen mehr Kohle. Hey! Post holen. So, was braucht ihr denn? Körper. Haben wir überhaupt sowas? Denke mal nicht, ne? Sieht nicht danach aus. Da brauchen wir jetzt noch irgendein. Jetzt können wir denn eine Seifenblasenbuße in ein Auto kaufen. Okay, was haben wir hier? Lebenslange Zufriedenheit, ein Auto kaufen und einen Seifenblasenbooster kaufen. Ja gut, ist das mal was? Wir könnten theoretisch mal irgendein Sportgerät mal kaufen. Ihr Training. Wir nehmen das Billigste vom Billigsten. Das Billigste. Die kosten alle 900, okay. Naja, nehmen wir das komische Ding hier. Hier, das kommt hier in der Ecke. Ist sowieso sinnlos. Dann können wir das dann mal machen. So. Und als erstes machen wir Katie soweit fertig. Dann kommt Luca und dann kommt Lukas. Wir wollen. Er freut sich schon mal auf Sport. So. Hausaufgaben machen? Hast du Hausarbeit? Hä? Ich weiß zwar, dass du Hausarbeit hast, aber. Kann ich auch wütend klicken? Flitzen College. Hausarbeit schreiben. Ah, hier. Aber ich will, dass du hier erstmal Sport treibst. Komm. Erstmal trainieren. Sims verbessern ihre akademische Leistung, indem sie Hausarbeiten schreiben. Klicke auf den Sim. Hausarbeit, wenn sie eine unfertige aus dem Grunde befinden, wähle Hausarbeit schreiben. Okay. Das ist aber Sigi. Luca, warum? Lukas, Mann. Blöde, was hast du denn eigentlich? Sauberkeit, okay. Du könntest du dir. Warte mal, hier liegen überall Bücher rum. Hier kannst du lernen. Sauberkeit. Ah, mach dich mal gleich dran. Okay, die ist schon fertig. Und jetzt machst du noch Reden üben, dann bist du nämlich auch schon fertig. Also, falsch geklickt. Hier, bitte. Ich weiß, du magst das nicht, Katie, aber was sein muss, muss sein. So. Bla 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 bla. Dann ja, machen wir mal ein paar Erfahrungspunkte hier. Erfahrungspunkte. Ein paar Fähigkeitenpunkte. So, Biologie. Musst du jetzt dann gleich wieder dahin? Ja, gut. Deine Frage hat sich beantwortet im Unterricht. Der pennt. Musst du noch irgendwo hin? Nee. 19 bis 21 Uhr. Okay. Da kann ja Luca noch ein bisschen trainieren. Und dann geht er zum Unterricht. Wenn es geht. Er hat noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja. Gut genug trainiert. Gehst jetzt duschen. Luca ist fertig mit Pennen. Ja, benutzen. Irgendwas passiert. Also die hat die Küche abgefackelt, okay. Luca muss jetzt bestimmt auch hin. Nö. Hier gehen wir ans Telefon, sonst geht das mir noch im Sack. Hm.
Bruder. Wo Lockerbin? Was will denn der Professor von uns? Luca, mach mal ein bisschen hin. So, geht jetzt bestimmt all los. Sie müsste eigentlich gleich wiederkommen. Ah, noch bis 19 Uhr, okay. Was machst du in meinem Bett? Hier, rausschmeißen. Was? Ja, letzte Woche ist nichts passiert. Hier, Katie. Wegscheuchen, verscheuchen. Los. Danke. Benutzen. Gut, kann man hier an dem PC auch eine Hausarbeit schreiben oder geht das nicht? Nee, Seminararbeit. Okay. Sie wünscht sich unbedingt eine Hausarbeit zu schreiben, dann erfüllen wir ihnen doch den Wunsch. Falsch. Sie geht jetzt gerade duschen, okay. Hier sieht's aus in dem Wohnheim. Es hat ja fast schon wieder Winchester-Vibes. Blitzen, Hausarbeit schreiben. Schreiben wir jetzt immer eine Hausarbeit. Hausarbeit schreiben. Wo geht's denn jetzt hin? Die Woche war nicht besonders toll. Okay. Naja, gut, du kannst hier jedenfalls noch was essen, bevor du schlafen gehst. Und du sorgst mal dafür, dass du, dass hier keiner mehr reinlatscht. So. Und du kannst ja jetzt schon ins Bett gehen, Katie. Ich bin... Feuer. Was macht die denn? Was ist denn das für eine inkompetente Dame hier? Hör mir auf. Empört sein. Geh weg. Ey, du sitzt. Ach nee, du sollte. Okay. Du hättest jetzt zwar eigentlich weitermachen können, Luca. Komm. Geh mal duschen. Und dich machen wir jetzt mal einmal fertig hier kurz. Komm fort und dann gehst du schlafen. So. Heute mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Luca sieht gut aus. Nom 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 nom. Oh, wir müssen mal noch, Luca, kannst du mal noch die Rechnung bezahlen hier? Danke. Ja gut, der kann jetzt eigentlich auch mal schlafen gehen, obwohl er es eigentlich nicht braucht, aber egal. Mechanik und Körper. Wie gut bist du denn? Wie gut bist du drauf? Ja gut, dann kannst du trainieren. Und Katie könnte jetzt mal duschen gehen. Ja. Ich will schon wieder eine Hausarbeit schreiben. Meine Güte. Luca, du. Lukas. Könntest mal aufs Klo. Und. Luca könnte jetzt lernen Mechanik. Gut. Und ja, da hatten wir jetzt eigentlich fast alles. Soweit durch.
Bist du schon aufs Tour gegangen? Hör mal auf da zu spielen, jetzt geht's mal was essen. Ja, essen. Du müsstest eigentlich aufs Klo, aber du lernst das erstmal. Du könntest theoretisch eigentlich auch mal was essen, Katie. Komm, essen. Und... Zack. Benutzen. Ja, sieht da jetzt eigentlich auch relativ gut aus. Das müssen wir nur eigentlich lernen. Lapko, ja. Nom 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 nom. Könnten ja theoretisch eigentlich mal eine Studentenfete mal machen oder so. Und vor allen Dingen mal hier aufräumen. Auch mal einen Putzplan oder sowas. Hier aufräumen. Er wird nicht abgedanzt. So. Was? Auf Couch spielen. Kamin anzünden. Haben wir hier überhaupt einen Kamin? Hm. Was will denn der Professor von uns? Ja. Wann hast du nun Unterricht? Bis von 8 Uhr. Ja, du könntest ja theoretisch, warte, wo ist der College? Hausarbeit schreiben. Schreib mal deine Hausarbeit. Was machst du? Ach, mit Tassen jonglieren. Was bist denn du für ein Trottel, bitteschön? Luca. Achso, das ist ne. Hier, räum mal auf. Mach mal was für dein Geld, das du nicht bekommst. So. Dass das nicht mehr so komisch aussieht hier. Oh, mach bitte eine andere Musik drauf. Komm hier, Jam Bands. Es ist ja schlimm hier mit der Musik. So, dann sieht es ja jedenfalls mal wieder ein bisschen ordentlicher aus. Ja. Hallo? Oh, Luca, du siehst ja gar nicht so gut aus. Ja, geh mal essen. Dann gehst du mal duschen. Wo ist sie? Ach, sie macht gerade die Käfer kaputt. Ja, hör mal auf. Die lernt viel für die Schule. Ah, sie muss aber auch bald los. Okay. Du kannst dich ja noch ein bisschen vergnügen. Nein. Die ist gerade beschäftigt. Gut. Okay, die kann später eine Seminarfacharbeit schreiben. Und Luca, du könntest dich eigentlich mal kurz hinlegen. Kann ich ein Nickerchen machen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nur auf dem Sofa. Okay. Machen wir es so. Ausschalten. Und Nickerchen machen. Ey, wann musst du denn überhaupt los? 19 Uhr, also 18 Uhr. Wieso ist denn der immer so dreckig, bitteschön? Los! Bring mir deine Hufe rein. So. Kann ich noch ein bisschen schlafen?
Wo ist. Ach so, hier ist ein Kamin. Das stimmt. Da habe ich gar nicht gesehen, dass hier einer ist. Den habe ich total ignoriert. Hier, ja, erstmal noch was. So, Luca, hör auf Nickerchen zu machen. Gehen zum Unterricht. So. Und Lukas geht da gleich. Super. Weil hier liegen überall die Hausarbeiten von den ganzen. Juri, Juri, Juri. Die fackelt hier aber dauernd die Bude ab. Okay, die ist ja wieder da. Habe ich gar nicht gesehen. Und wie sieht's aus? Super. Erstes Jahr abschließen. Du kannst ja erstmal College der Hausarbeit schreiben, die du ja unbedingt machen möchtest. Und dann klicken wir das an. Wie gut bist du noch drauf? Oh, da geht noch. Du bist ja schnell. Genau, geh erstmal was essen. Nom, 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 nom. Wieso ist das schon 37 Stunden? Ist auch nicht mehr lange. Ja, nur noch 2 Tage fast. Kann man hier Spaß machen? Hier, Fernsehen gucken. Guck, Fernsehen, Gady. Wird jetzt nicht der Müll rausgebracht? Komm. Oh. Okay, du kannst. Okay, die kannst aufhören mit Fernsehen gucken. Geh erstmal schlafen. Einen anderen, die sehen einigermaßen scheinbar gut aus. Wie sieht's hier aus? Notendurchschnitt. Auch nicht schlecht. Junge, Junge. Benutzen. Naja, gut, dann wollen wir mal hier. Machen wir den ersten erstmal fertig. Hier Fernsehen gucken. Kannst auch schnell. Kannst du was anderes gucken? Hier, Dance TV. Aber es macht dir mehr Spaß. Finde ich auch immer äußerst interessant. Was. Dass der Spaß steckt für das, was sich ihm auch wirklich interessiert. Und ein Fernsehserie, die langweilig für ihn ist, halt nicht so viel Spaß macht. Nee, was machst du? Achso, gehst aufs Klo. Ach, er spielt bestimmt mit, hä? Ja, mitzuspielen, okay. So, okay, jetzt mache ich mal noch fertig hier. Du siehst nicht gut aus. Benutzen. Duschen. Wir könnten hier theoretisch auch mal wieder was machen. Mal. Reden. Plaudern. So. Hier flirten. Schmeicheln, streicheln. Anmachen. Ah nee, das magst du nicht so. Sim abchecken. Super. Ja, geh mal was essen. Geh mal was essen. Sieht so ausgehungert aus, Luca. Mmm.
Was gibt's denn überhaupt heute? Den sehe ich gar nicht. Pfannkuchen. Ich könnte ja theoretisch schon. Geht jetzt keinen Spaß. Müssen wir auch noch ein bisschen verändern. Hier, geh mal tanzen. Ja, Luca, du könntest mal zusammen mit ihr tanzen. Geh mal weg. Mutzigen Witz, hab keinen Bock auf dich. So. Nichts gegen dich, Luca. Yeah. Dance mal ein bisschen rum hier. Uhr. Ich muss immer erstmal gucken. Ah, da haben sie ja noch ein bisschen Zeit. Wertschätzen. Bewundern. Aber wenn ja auch ein bisschen mal. Die mag das. Aber wie schön synchron, ne? Ne, so richtig warm werden sie noch nicht. Ob das jemals mal was wird? Ja, Luca, geh mal noch ein bisschen schlafen, hast du recht. Lukas, du... Ja gut, du mochtest zwar jetzt nicht so sehr wie der Typ, der bei dir tanzt, aber immerhin so. Wer ist denn das überhaupt? Siggi. Ach ja, stimmt, wir haben jetzt zweimal Siggi. Was haben wir hier? 22 Stunden bis zur Abschlussprüfung. Wir können ja schon mal, du könntest ja schon mal noch dein Seminararbeit schreiben. Internetrecherche über Spiele, okay. Bist du Spieleprogrammierer werden? Wäre ja nicht so. Oh, es schneit! Schön! Achso, Candy, du könntest. Weil ich das hier gerade sehe, du könntest ja jedenfalls noch ein bisschen spielen. Und die anderen beiden müssen ja noch nicht so los. Schönes Thumbnail. Oh, hier, leg mal hier weg die Scheiße. So. Es ist hier mal ein bisschen Ordnung, ja. Lukas verliert, warum? Jammern. Jammern nicht so viel. Achso, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du könntest eigentlich noch ein kleines Nickerchen machen. Mal ausschalten und Nickerchen machen. Er macht's ja richtig. Geh mal weg. So, nutzen. Wir könnten ja theoretisch eigentlich auch mal eine Party schmeißen. Siggi Landgraf kommt wieder und sie ist noch voll dabei. Lukas, geh mal. Ist das denn? Zementer Bergstein. Nee. Was ist das hier? Achso, das ist Katie. Okay. Ja, Katie, du kannst erstmal was essen, das stimmt schon. Alles ein bisschen im Schnelldurchlauf.
Also die hat einen Putzfimmel. Luca, was machst du da? Benutzen. Luca hat die Grippe. Er braucht viel Ruhe, um wieder gesund zu werden, wenn genug Schlaf kommt. Was denn das schon wieder aufgeschleppt, ey? Du hast bestimmt, wie bei Willi Frühling, bestimmt wieder das gesamte Wohnheim anstecken damit, mit diesen Rotz. Als ich den Wortschatzgrippe noch höre, das wundert mich eigentlich zu dieser Zeit. Was ist los, Luca? Krank oder was? Ah, nee. Wie quietscht denn der? Der quietscht schon wie ein Mädchen. Was? Oh, könnt ihr nicht mal diese Kakakalaken lassen? Hier ist mal was. Er muchtet ja immer noch. Will er sich nicht mal duschen? Eine Güte. Ach, nee. Oh, ist aber auch bei 12 Stunden bis zur Abschlussprüfung. Ist ja auch wieder bald. Naja, gut. Wenn wir jetzt das mit diesem Part hier. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Sims 2, die Universität Edition, sage ich jetzt erstmal. Ja, und das nächste Mal kriegen sie ihre zweite Prüfung. Auch nett. Gut, ich sage dann erstmal Ciao und Miau. Bis zur nächsten Folge von Die Sims 2. Ciao, ciao.